Patrioten, liebe Wahrheitssuchenden. Diesmal möchte ich das Buch Patrioten nicht willkommen von Brittany Sellner rezensieren. Das Buch Patriots Not Welcome ist eine tolle Lektüre über die Geschichte von Brittany und Martin Sellner. Brittany Sellner begann im Jahre 2016 in die politische Arena einzutreten, indem sie YouTube-Videos machte und viele einflussreiche politische Persönlichkeiten interviewte. Sie reiste nach Europa und Amerika, um sich mit anderen Aktivisten zu treffen, und so traf sie auch Martin Sellner. Brittany schreibt in ihrem Buch über die Geschichte der identitären Bewegung in Österreich und in Europa und deren Aktivismus gegen die illegale Massenmigration nach Europa. Martin Sellner hat von Anfang an gesagt, dass er nur friedliche Mittel verwenden würde, um politisch aktiv zu werden. Martin Sellner hat nie für Gewalt oder Terrorismus plädiert, obwohl er von den Massenmedien als Staatsfeind Nummer 1 dargestellt wird. Anstatt sich auf wirkliche Probleme zu konzentrieren, versuchen die wahren Machthaber, jede Art von Dissidenz mit allen möglichen Mitteln zu unterdrücken. Wir werden uns jetzt das Vorwort von Patrioten nicht willkommen durchlesen. Vorwort: Wien, Österreich, Juli 2020. Es ist leicht in der Zukunft ein Verbrecher zu sein, man muss nur die Wahrheit sagen. Dies ist die Tagline eines Science-Fiction-Romans, den ich kurz vor meinem Eintritt in die politische Szene im Jahr 2016 geschrieben habe. Was mir im Laufe meiner 4 Jahre als politischer Aktivist aufgefallen ist, ist, dass diese Worte keine Fiktion sind, noch sind sie wahr für die Zukunft. Sie sind wahr für heute. Von den boomenden Metropolen Amerikas bis zu den historischen Städten Europas sehen sich Patrioten im ganzen Westen mit Repressionen konfrontiert. Zensur durch große Tech-Konzerne, Diffamierung durch die Mainstream-Medien, Angriff auf ihre Lebensgrundlagen, einschließlich des Entzugs des Zugangs zu privaten Bankgeschäften. Gewalttätige Angriffe, die durch von Establishment unterstützte Bewegungen wie die Antifa, Hausdurchsuchungen durch die Strafverfolgungsbehörden, Prozesse wegen künstlicher Verbrechen wie Hassreden und einige werden sogar von ihren Regierungen inhaftiert. Der Preis dafür, sich von der linken kulturellen Hegemonie zu widersetzen, wird von Tag zu Tag höher. Im Jahr 2021 muss man, wenn man wirklich eine patriotische, dissidente Stimme sein will, muss man akzeptieren, dass die Verfolgung unweigerlich folgen wird. Selbst wenn sie letztendlich das politische Ziel gewinnen, wird es nach einer Reihe von Schwächen und Verlusten sein. Ich nehme an, ich wusste immer, dass der Westen auf den Totalitarismus zusteuert. Aber der Prozess entfaltet sich schneller, als ich erwartet hatte. Ich kämpfe mit der Entscheidung, ob ich dieses Buch schreiben sollte oder nicht. Meine erste Sorge war, dass ich, wenn ich bestimmte Teile meiner Geschichte erzählte, damit konfrontiert sein würde, private Informationen über andere politische Persönlichkeiten preiszugeben, deren Geschichten mit meiner eigenen verbunden sind. Das Ziel dieses Buches ist es jedoch nicht, alle persönlichen Überzeugungen, Entscheidungen und Handlungen anderer zu enthüllen. Deshalb habe ich mich entschieden, eine Handvoll meiner Erfahrungen wegzulassen, die glücklicherweise nicht erzählt werden können, ohne die wichtigsten Teile meiner Geschichte zu beeinträchtigen. Meine zweite Sorge war, dass ich mich selbst angreifbar machen und bloßstellen würde. Was meine Meinung änderte, war eine kurze Google-Suche. Ich entdeckte, dass die Mehrheit der Informationen von Dritten, insbesondere aus den Mainstream-Medien und von Fremden, die Vermutungen über mich haben, falsch sind. Letztendlich kam ich zu der Erkenntnis, dass meine Geschichte so oder so geschrieben werden würde. Entweder von mir oder von Leuten, die mich verachten. Meine Geschichte ist so lang wie groß. Sie umspannt 4 Jahre lang 2 Kontinente und dient als Netz, das mutige Patrioten im ganzen Westen miteinander verbindet. Patrioten, die wie ich die bewusste Entscheidung getroffen haben, alles für die Liebe zu Gott, zur Familie und zur Heimatland zu riskieren. Ja, um heute kriminell zu sein, muss man nur die Wahrheit zu einem beliebigen Thema sagen. In Österreich und in Deutschland werden Gedankenverbrecher von der Strafjustiz schikaniert und juristisch verfolgt. Viele prominente Persönlichkeiten der revisionistischen Bewegung wurden wegen Gedankenverbrechen in Deutschland inhaftiert. Leute wie Ernst Zündel, Ursula Haverbeck, Silvia Stolz, Fred Leuchter und Horst Mahler wurden alle wegen Gedankenverbrechen angeklagt und viele von denen verbüßen in Deutschland 5 Jahre oder länger Gefängnisstrafen wegen Holocaust-Leugnung. Die Wahrheit braucht keine Gesetze, um sie zu schützen. Die Wahrheit steht für sich selbst. Nur Lügen brauchen nicht Schutz des Staates und Rechtssystems. Ich selbst wurde 3-mal wegen Gedankenverbrechen angeklagt. Zum Glück wurde ich schuldunfähig erklärt wegen meiner psychiatrischen Diagnose. Brittany Sellners Buch ist eine Pflichtlektüre für jeden, der die Trump-Wahl 2016 miterlebt hatte und die identitäre Bewegung verfolgt hatte. Ich muss zugeben, dass ich Martin Sellner nur locker gefolgt bin. Ich fand die Aktion der identitären Bewegung beeindruckend, aber ich glaubte, dass nur die Fokussierung auf die politischen Marionetten nie zu wahren Wandel führen würde. Nach der Lektüre des Buches Patriots Not Welcome von Brittany Sellner bin ich aber überzeugt, dass die identitäre Bewegung vieles bewirkt hat. Die identitäre Bewegung hat Millionen von Europäern bewusst gemacht, dass auch sie ein Existenzrecht haben. Es sind schließlich unsere Stammländer. Deutschland und Österreich und generell jedes europäische Land sollten nicht durch Migranten ersetzt werden. Die Replacement-Theorie ist keine Theorie, sondern Tatsache. In manchen deutschen Städten und österreichischen Städten
ist der Migrantenanteil über 60% oder 70%. Die Kriminalitätsrate ist in den letzten 5 Jahren durch die Migranteninvasion explodiert. Deutschland, der als einer der sichersten Länder der Welt galt, ist von Platz 3 oder Platz 4 auf den 30. Platz gefallen, neben der Mongolei und Argentinien. Seit Beginn der Migrantenkrise in 2015 wurden über 240.000 deutsche Frauen vergewaltigt, durch hauptsächlich Migranten. Aber zurück zum Buch von Brittany Sellner. Wir werden die ersten Paragraphen ihren ersten Kapitels durchlesen. Idaho, Vereinigte Staaten, Mai 2019. Die beiden Männer, die auf meiner Türschwelle standen, sahen nicht wie FBI-Agenten aus. Mit ihren unrasierten Kinns und karierten Hemden hätten sie als durchschnittliche Straßenbewohner durchgehen können. Allein ihre FBI-Abzeichen, auf denen ein geflügelter amerikanischer Adler prangte, zeichnete sie aus. »Guten Morgen, Miss Pettibone«, sagte einer der Agenten, als ich die Tür öffnete. »Guten Morgen, Sir. Vielen Dank im Voraus für Ihre Kooperation. Wir haben nur ein paar Fragen zu Ihrem politischen Aktivismus hier in den Staaten und in Europa. Uns ist auch bekannt, dass Ihr Verlobter mit einem Einreiseverbot in die Vereinigten Staaten belegt wurde«, fügte der Zeitagent hinzu. »Vielleicht können wir Ihnen beide weiterhelfen.« Ich bedankte mich bei den Agenten, trotz meiner Vorbehalte. Sie hatten versucht, meine Mutter von einem ähnlich runden Willen zu überzeugen, nachdem sie 2 Tage zuvor unangemeldet bei mir zu Hause aufgetaucht waren. Da ich nicht zu Hause gewesen war, hatte man vereinbart, dass sie heute wiederkommen würden. »Möchte einer von euch einen Kaffee?«, bot ich ihnen an. Die Agenten lehnten höflich ab, bevor sie es sich bequem machten. Weiter unten lesen wir: Die Agenten stellten abwechselnd Fragen. Sie deckten eine breite Palette von Themen ab, von der Frage, warum ich mich entschieden hatte, politisch aktiv zu werden, bis hin zu der Frage, ob ich Mitglied irgendeiner politischen Bewegung in den Vereinigten Staaten oder Europa sei. Sie fragten mich sogar, wie ich meinen Verlobten kennengelernt hatte. Ich antwortete ehrlich, aber kurz. Ich sagte den Agenten, dass sie, wenn sie mehr über mich erfahren wollten, sich einfach meine YouTube-Videos anschauen könnten, denn ich sei immer offen zu meinem Publikum. So surreal ein Treffen mit den FBI auch war, so fand ich später heraus, dass meine Tür nicht die erste war, an die die Agenten geklopft hatten. Figuren aus den gesamten politischen Rechten hatten Besuch erhalten. Während der Präsidentschaft von Donald Trump ist mir bewusst geworden, dass das FBI nicht wirklich für das Volk arbeitet, um Verbrechen aufzudecken und zu bekämpfen. Die FBI ist ein Organ, das die satanische Elite schützt. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum das FBI gegen Brittany Sellner und Martin Sellner ermitteln musste. Das beweist nur, dass die wahren Machthaber keine wirkliche Veränderung wollen und uns zerstören wollen. Durch das Lesen vom Buch von Brittany Sellner mich daran erinnert, wie viel wir in den letzten Jahren durchgemacht haben. Wie viele Millionen Menschen angefangen haben, Fragen zu stellen. Millionen von Menschen wachen auf, während wir sprechen. Und Millionen weitere werden folgen. Brittany Sellner spricht darüber, wie sehr die Medien Donald Trump während seiner Wahl und danach gehasst haben. Wir werden uns jetzt einige Absätze aus Brittany Sellners Buch durchlesen. In den nächsten Wochen haben wir unsere Recherchen auf den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ausgeweitet. Groß, mit weißblonden Haar und einer Gatsby-ähnlichen Raffinesse, war Epstein ein reicher amerikanischer Finanzier, der Verbindung zu einer Reihe von mächtigen globalen Elite hatte. Zu dieser Zeit war Epstein ein Großteil der Öffentlichkeit nicht bekannt. Obwohl er 2 Anklagen wegen Prostitution gestanden hatte, bot ihm das Justizministerium 2007 ein Non-Prosecution Agreement an, nachdem er nur 13 Monate im Gefängnis saß. Der Mann, der für diesen Deal verantwortlich war, Alexander Acosta, gab später zu, dass er dies getan hatte, weil ihm gesagt worden war, er sollte sich zurückhalten. Jeffrey Epstein sei über seine Gehaltsklasse. Mir wurde gesagt, Epstein gehöre dem Geheimdienst und ich soll ihn in Ruhe lassen. Baldwin, Nicole und ich konnten nicht glauben, dass Jeffrey Epstein, ein verurteilter Sexualstraftäter, es geschafft hatte, mit intaktem Ruf aus dem Gefängnis zu kommen. Als freier Mann hat er sich offen mit den mächtigen Eliten der Welt umgeben, den ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton, Prinz Andrew von britischen Königshaus, den amerikanischen Wirtschaftsmagnaten Bill Gates und sogar Donald Trump. Laut einem Fox News Artikel im Mai 2016 veröffentlicht, ist Bill Gates auf Jeffrey Epsteins berüchtigten Jet viel häufiger geflogen als bisher berichtet. Wie die Flugprotokolle zeigen, dass er mindestens 26 Reisen an Bord der Lolita Express genommen hatte. Während Bill Clinton leugnete, jemals Epsteins private Karibikinsel zu besuchen, Little St. James, wo es behauptet wurde, dass Jeffrey Epstein in Sexhandel engagiert, ein langjähriger Tech-Arbeiter auf der Little St. James namens Steve Scully behauptete, dass er einmal Bill Clinton in Jeffrey Epsteins Villa-Haus gesehen hatte. Einige der anderen Personen des öffentlichen Lebens, die in Jeffrey Epsteins Flugprotokollen aufgeführt sind, waren der Anwalt Alan Dershowitz, das Supermodel Naomi Campbell und sogar den Hollywood-Schauspieler Kevin Spacey, der von 15 verschiedenen Personen des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt wurde. Ab Dezember 2019 sind 3 von Kevin Spaceys Anklägern gestorben, einer angeblich an Krebs, ein anderer durch Selbstmord und der dritte, weil er von einem Auto angefahren wurde.
Wir fragten uns, ob Epsteins Position unter den Eliten dazu bestimmt war, von Dauer zu sein. Von allen Personen, die wir recherchiert hatten, stellte er bei weitem die größte rote Fahne dar. Eine seiner prominentesten Anklägerinnen, Virginia Giuffre, hatte nur ein Jahr zuvor seine eidesstattliche Erklärung abgegeben, in der sie behauptete, sie sei eine Überlebende eines Kindersexhandelsrings, den Jeffrey Epstein betrieben hatte. Wir müssen unsere Epstein-Untersuchung von Alefantis und den Podesta-Brüdern getrennt halten, sagte ich eines Tages zu Baldwin. Die Informationen, die wir über Alefantis und die Podesta-Brüder haben, sind gruselig, sicher, aber es ist alles Spekulation. Was Epstein betrifft, so ist er ein verurteilter Sexualstraftäter und er hat glaubwürdige Ankläger. Du hast recht, stimmte Baldwin zu, aber um fair zu sein, geht es bei dieser Untersuchung schon seit Wochen nicht mehr um die Alefantis und die Podesta-Brüder. Es gibt Leute, die sich mit den Vorwürfen sexueller Übergriffe gegen Prinz Andrew und Bill Clinton befassen. Ich frage mich, ob irgendetwas davon jemals von mir untersucht werden wird, sagte Nicole. Für mich war es schrecklich, die Wahrheit über Pizzagate und Pedogate herauszufinden. Ich habe die Wahrheit über den Kinderhandel bereits 2007 herausgefunden, aber herauszufinden, dass diese bösen Menschen ihre kranke und perverse Kunst online für jeden sichtbar zeigen, ist einfach ekelhaft. Aber was kann man von Menschen erwarten, die glauben, dass Gott tot ist? Sie leben, um ihre egoistischen Bedürfnisse zu befriedigen, so krank und pervers sie sind. Wenn ihr tief genug gräbt, werdet ihr herausfinden, dass wir von satanischen Pädophilen regiert werden. Diese kranken Menschen verzehren jedes Jahr Millionen von Kindern. Jedes Jahr werden Millionen von Kindern in die Sexsklaverei verkauft und nichts wird dagegen unternommen. Nicht einmal die FBI ermittelt gegen diese bösen Menschen. Stattdessen wird das FBI genutzt, um Leute wie Brittany Zellner und Martin Zellner zu schikanieren, die nur die Öffentlichkeit davon informiert, wie schlecht es in unseren Ländern geht, wie schlecht die Dinge in unseren Ländern laufen und sich gegen das kommunistische Programm der Zerstörung von uns Männern und Frauen in jeder Hinsicht ausspricht. Unser Leitungswasser ist voller Gifte. Unser Luft ist voller Chemtrails. Unser Essen ist voller Gifte. Sie injizieren uns mit giftigen Impfstoffen, die unsere Gesundheit ernsthaft schädigen können. Sie unterziehen uns einer Gehirnwäsche, damit wir depressiv und suizidgefährdet werden und ziehen uns in Kriegen mit fremden Ländern. Dann sagen sie uns, dass wir glücklich sein sollten, im reichen Westen zu leben, wo jeder die Möglichkeit hat, ein reicher Mann oder eine reiche Frau zu werden. Während Millionen von Amerikanern und Europäern auf Sozialhilfe angewiesen sind und keine Familie gründen können. Ich muss sagen, dass ich es wirklich genossen habe, das Buch von Brittany Zellner zu lesen und kann es nur jedem anraten, das Buch zu kaufen. Das Buch gibt es zurzeit auf Englisch, aber die deutsche Fassung folgt. Laut der Bibel ist die Zeit, in der wir gerade leben, die Apokalypse. Die Apokalypse bedeutet Entschleierung, und in den letzten 10, 15 Jahren sind Millionen von Leuten weltweit erwacht. Und Millionen von Leuten recherchieren jetzt online und finden heraus, was wirklich passiert. Die Entschleierung des Bösen. Brittany Zellner schreibt weiter über die Aktivitäten von Generation Identity, zum Beispiel wie Martin Zellner Spenden sammelte, um ein Schiff zu chartern, um die NGO-Schiffe davon abzuhalten, Migranten auf offener See aufzunehmen. Ich habe mich immer gewundert, warum die Migranten nicht an die Küsten Nordafrikas zurückgebracht werden, anstatt sie in Spanien oder in Italien abzusetzen. Martin Zellner ist in meinen Augen ein Patriot und ein Held und nicht ein Terrorist oder den Staatsfeind Nummer 1. Die Machthaber versuchen immer wieder, jede Art von Dissidenz zu unterdrücken. Alle anderen Formen der Dissidenzen sind kontrollierte Opposition. Es ist immer die gleiche Taktik, die die Mächtigen immer und immer wieder anwenden. Teile und herrsche über das Volk. Das Buch zeigt uns, dass die Mächtigen, die uns regieren, nicht wollen, dass wir ein glückliches und erfüllendes Leben führen. Und wenn du dieses Video siehst, Brittany, vielen Dank nochmals für deine ganze Arbeit, die du in dieser Bewegung getan hast. Ich könnte mir keine Realität vorstellen, wo Brittany Zellner oder Martin Zellner nicht ihre Rolle spielen würden in diesen schwierigen Zeiten. Wenn ihr das Buch kaufen möchtet, der Link ist in der Beschreibung. Und ich kann euch nur anraten, den Kanal von Brittany Zellner zu besuchen. Sowohl Brittany Zellner als Martin Zellner kann man auf Telegram verfolgen. Ich hoffe, ihr fandet das Video informativ. Vergesst nicht zu bewerten und zu abonnieren und die Klingel zu drücken. Und wenn ihr keine Spenden machen könnt, die Details sind in der Beschreibung. Viele Grüße aus Merano, Deutschland und tschüss!